In der Zeit zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag fand das 29. McDonald's Hallenfußballturnier statt, das nicht nur die teilnehmenden Vereine, sondern auch zahlreiche begeisterte Zuschauer anzog. Das Turnier, das mittlerweile zu einer festen Tradition geworden ist, sorgte für spannende Wettkämpfe und begeisterte Fußballmomente. 8 Vereine nahmen an dem Turnier teil und wurden in 2 Gruppen eingeteilt, um in packenden Spielen den Sieger zu ermitteln. Die Atmosphäre in der Halle war elektrisierend und die Spieler boten ihr Bestes, um ihr Team zum Erfolg zu führen. Die Zuschauer feuerten ihre Favoriten enthusiastisch an und sorgten für eine mitreißende Stimmung. Besonders erfreulich war die Anwesenheit hochkarätiger Gäste, darunter der ASFÖ-Präsident Robert Zivkovic und der Vorsitzende der Bezirksobleute Martin Konrad. Beide Persönlichkeiten zeigten sich begeistert von der sportlichen Leistung der Mannschaften und der großartigen Stimmung in der Halle. Nach den packenden Spielen haben wir die Gelegenheit, mit Robert Zivkovic und Martin Konrad zu sprechen. Zum 29. Mal findet das McDonald's-Turnier in Zusammenarbeit mit dem ASFÖ statt. Wie zufrieden sind Sie mit dem Turnier? Ja, sehr zufrieden. Es ist erfreulich, dass der Hallenfußball im Südburgenland lebt. Ja, grundsätzlich bin ich zufrieden. Es sind genügend Leute schon in der Halle. Ich bin überzeugt, dass bis zu den Kreuzspielen und Finalspielen dann noch mehr da ist. Und wichtig ist, dass wieder Hallenfußball-Saison hat und dass die Mannschaften ihre Freude beim Turnier haben. Heute sind 8 Vereine dabei. Ist es schwer, Vereine aufzutreiben? Ich war selber da nicht involviert. Das hat der Verein, der Martin Konrad, gemacht von Neuberg. Aber ich glaube, es war nicht so schwer, weil doch ein großes Interesse von vielen Vereinen besteht, an einem Hallenturnier mitzuwirken. Nein, grundsätzlich nicht. Es sind sehr viele Vereine bereit, in der Halle zu spielen. Man muss nur rechtzeitig schauen. Es wird vielleicht in den nächsten Jahren wieder größere Turniere geben, weil das Interesse eigentlich von den Vereinen hergegeben ist. Können alle Vereine mitmachen oder gibt es da irgendwelche Restriktionen? Ja, Restriktionen sind die Zeit und die Anzahl der Vereine, die in dieser Zeit spielen. Das ist ein Turnier an einem einzigen Tag, das sind 8 Mannschaften, okay. Wenn das Turnier über mehrere Tage gehen würde, könnten auch mehr Mannschaften teilnehmen. Nein, grundsätzlich fragen wir unsere Vereine, die traditionell uns gemäß bei den 29 Turnieren dabei waren, ob sie wollen. Wenn der eine oder andere Probleme hat mit der Mannschaft, dann fragen wir andere auch dazu. Es ist leider momentan, wenn wir nur einen Tag veranstalten, nicht möglich, mit mehr Vereinen das zu organisieren. Was wünschen Sie den Vereinen und den Spielern für das Jahr 2024? Also ich wünsche allen Vereinen, dass sie möglichst wenig Verletzungen haben, dass den Spielern viel Freude haben mit dem Sport. Und was ich mir persönlich wünschen würde, ist, dass wir noch mehr Hallenturniere im Burgenland haben und vielleicht auch wieder das Master stattfindet. Das war immer wieder ein großer Erfolg im Hallenfußball, das Master auf burgenländischer Ebene mit den besten burgenländischen Vereinen. Und was wünschen Sie den Vereinen und den Spielern für 2024? Ja, natürlich eine verletzungsfreie Saison und hoffentlich viel Spaß beim Fußballspielen. Das ist das Wichtigste. Das wünsche ich für die Vereine und vor allem allen Spielern. Das 29. McDonald's Hallenfußballturnier wird sicherlich als ein gelungenes Event in Erinnerung bleiben, das nicht nur den Fußballfans Freude bereitete, sondern auch die Verbundenheit innerhalb der Gemeinschaft stärkte. Wir freuen uns auf das kommende Jahr und weitere spannende Turniere dieser Art. Thank you.